Ja, es ist professioneller geworden. Die Halle ist natürlich sehr schön, einer der schönsten in Österreich, würde ich jetzt einmal sagen. Es ist eine neue Mannschaft. Es waren leider nicht mehr viele Gesichter, die ich von früher gekannt habe. Aber es ist lustig, es sind lustige Typen. Wir verstehen uns alle sehr gut und es macht sehr viel Spaß dabei. Als allererstes einmal die Schnitzelsemmel, glaube ich. Das ist ganz wichtig gewesen. Und nein, ich sage, für mich ist es besonders, dass ich eben vor Freunden und vor Familie spielen darf, dass die ziemlich jedes Heimspiel da sind. Ich glaube, das ist was Besonderes. Das wissen viele nicht wertzuschätzen, wie klasse das ist, dass du wirklich viele Leute da hast, die dich anfeuern. Und das war sicher was etwas, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich bekomme pro Rauferei eine große Schnitzelsemmel. Nein. Also gibt es die Nein, Schnitzel leider nicht. leider nicht. Vielleicht tue ich es nochmal eine. Ja. Ja, ich würde schon sagen, also ich habe unterm Hauptarm einiges an Systemen gelernt, was mir sicher geholfen hat. Das heißt, ich glaube jetzt, das war ein bisschen ein Eishockey-Professor. Also da habe ich ziemlich alles, glaube ich, gesehen, was es an Systemen gibt. Und an Troy Ward habe ich eben gelernt, viel stärker in den Zweikämpfen zu sein, dass ich eine Scheibe halte, dass ich das Richtige im richtigen Moment mache, wo ich eine Scheibe hinspiele, wenn ich es in Lauf gebe. Also ich glaube, dass ich einfach das Beste aus beiden Trainern und aus den Jahren mitgenommen habe. Also ich spiele mir jetzt mit dem Kainzi und mit dem Dominik Graf in den zusammen und er erwartet von mir, dass ich die zwar führe, dadurch, dass ich jetzt halt doch schon ein bisschen älter geworden bin, obwohl ich mich immer noch als 18-Jährigen selber sehe teilweise. Ja, er möchte, dass ich die Linie führe, dass ich solide Arbeit mache, dass ich mit ihnen rede, ihnen auch Sachen sage, die sie vielleicht noch nicht im Unterbewusstsein drinnen haben. Und ich glaube, dass er eben von mir erwartet, eben, dass ich Energie bringe und eine gewisse körperbetonte Spielart auch. Ja. Nein, ich glaube einfach, dass sich das Eishockey in die Richtung entwickelt hat. Wenn man die Regelkunde anschaut, allein mit den zwei Raffereien, dass man ein Spiel aussitzen muss. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich ruhiger geworden bin. Ich bin noch nach wie vor sehr emotional, wenn ich unten am Eis bin. Und ich scheue, glaube ich, keinen Körperkontakt irgendwie aus dem Weg. Ich glaube, dass ich ein sehr sozialer Typ bin. Von daher ist es relativ einfach für mich, dass ich Leute kennenlerne. Aber natürlich mit Daniel habe ich geredet und es war halt schon ausschlaggebend. Er hat mir erzählt, wie es halt abläuft, wie der Trainer so ist. Wir haben das gleiche Spiel damals in Linz gehabt, so gut hingehabt. Und ja, der Kirsche hat, glaube ich, nach mir unterschrieben. Das heißt, den haben eigentlich der Dani und ich ein bisschen gelotst nachher. Und ja, ansonsten ein paar Leute habe ich schon gekannt von. Zumindest gegen sie gespielt und ja. Ich würde jetzt einmal sagen, dass ich nicht der Fahrerste bin. Ja. Bei der Tochter, bei der Kinderkrippe. Und ansonsten, wir wohnen jetzt in der Stadt, also meine Frau, die Henne und ich gehen wir gerne mit den Kindern einmal spazieren. Das heißt, ab und zu gehen wir halt in ein Kaffeehaus und ansonsten bei meinen Eltern zu Hause. Ja. Ja, mal abgesehen von meinen sehr guten oder besten Freunden wie in hier Sieberer, in Rheintaler Chris und in Dani, muss ich sagen, dass in Graz auch ein Jahr gegeben hat, was ziemlich lustig war mit dem Bob Rain und mit dem Ryan Lennon und in Greg Day. Also da waren einige lustige Konsorten dabei damals. Also schwer zum sagen. Wir haben jetzt die erste Pause erst vor uns, aber ja, wir werden mal die Playoffs erreichen wollen und dann wird es, glaube ich, mal Zeit, dass wir eine Runde überstehen und den Schwung nachher mitnehmen. Ne?